Herzlich willkommen zurück beim verrückten Professor und mir. Wobei, wer ist jetzt da wer? Ja. Wir sprechen weiter. Wir haben im ersten Part gesprochen allgemein über die Jungbrunnenformel. Sven Völpel sitzt vor mir, ein Professor an der Jakobs-Universität, eigentlich im BWL, aber mittlerweile Experte in Altersforschung. Und wir sprechen heute über einen der wichtigsten Faktoren, nämlich der eigentlich fast über allem schwebt oder, wenn man wollen, auch unten schwebt, so als Basis von allem, nämlich der Mindset. Ja? Die positive Einstellung, generell die Lebenseinstellung. Lieber Sven, was sind da deine wissenschaftlichen Erkenntnisse in Bezug auf Altern? Was hat Denken mit unserem Alter zu tun? Wir wären doch eh alt, oder? Also mit Ja, Jahre, ich schaue auf also den Kalender und ich werde jeden Tag älter. Das hat doch nichts mit meinem Kopf zu tun, oder? ach, hat natürlich sehr, sehr viel mit dem Kopf zu tun. Also alleine die positive Einstellung zum Alter, wenn man sonst alles gleich macht, gewinnt man 7,5 Lebensjahre. Wow. So, ich war total fasziniert erstmal über die Einstellungsänderung. Also ich habe selber halt in dem Bereich eben geforscht und habe gemerkt, in einem Vorgängerbuch eben, also der positive Effekt mit der Umstellung der Einstellung des Management revolutionieren, habe ich gemerkt, ich habe mal für die FAZ einen Artikel geschrieben und so zur Einstellungsänderung. Und da ging es darum, dass man gesehen hat, was ist der Placebo-Effekt, den wir alle aus der Medizin kennen. Das heißt, man nimmt ein Präparat und denkt, es ist ein Medikament ohne Wirkstoff und es funktioniert. Und naja, und dann hat man halt Meta-Analysen gefunden, die halt gesagt haben, wie krass eigentlich dieser Faktor ist. Und es gibt sogar Studien, die zeigen, dass alleine bei Schmerzmitteln sind nur 6% der Schmerzmittel sollen Wirkungsstoffe sein. Ich habe sogar in Silicon Valley jemand getroffen, der bei einem der großen also Pharmakonzerne gearbeitet hat über Jahre oder Jahrzehnte und mir gesagt hat, die haben dort angeblich, was ich nicht glauben kann, aber so hat er das gesagt, nichts anderes finden können als den Placebo-Effekt. In einer Studie zeigt sich, ja, das ist Das ist krass. eigentlich Ja, Hammer. Am Ende haust du dir irgendwelche pharmakologischen Stoffe rein, die ja alle auch Nebenwirkungen haben. Und vielleicht hätte auch die Zuckerpille getan, ja? richtig, genau. Und Oder so und Weihwasser. Da sind wir ja wieder bei dem, ja? ja, richtig. Ja. Und wo ich mir gedacht habe, na gut, also erstmal sage ich kann nicht so ganz glauben, weil das hieß ja dann, die ganzen Sachen, die ich so gerne esse, ja, meine ganzen Nahrungsmittel und auch die Kräuter, die ich liebe, wären ja auch nur der Placebo-Effekt. Wer weiß, was da dran ist. Ja? Auf jeden Fall zeigen wirklich Studien, dass bei Schmerzmitteln weltweit wirklich nur 6% den Effekt des Schmerzmittels haben und der Rest ist Placebo-Effekt. Gut, in der Medizin ist es sehr, sehr gang und gäbe. Deswegen hat jedes Medikament, was zugelassen wird, wird gleichzeitig geprüft an Placebo-Studien. Es ist ein Muss für eine Zulassung Placebo-Studien, um das eben zu kontrollieren. Und bei Placebo gibt es so wirklich extremst erstaunliche Phänomene, wie zum Beispiel die Übertragungseffekte. Also wenn zum Beispiel man ein Kind hat und dem Kind die Eltern das Placebo geben und die Eltern wissen das, ob es ein Placebo ist oder nicht, hat das nochmal stärkere Auswirkungen. Ja? Deswegen gibt es ja das, wenn ein Kind Schmerzen hat, hustet mal einmal, der Schmerz ist aus dem Fenster zum Beispiel. Ja? Und das hilft schon. Da wirkt es halt noch ein bisschen krasser. Aber das ist wirklich in allen Bereichen. Es gibt auch zum Beispiel einen Doppel-Placebo-Effekt. Wenn der Arzt denkt, das ist ein Medikament, aber Placebo ist der auch nochmal stärker. So, das war aus der Medizin. Das ist natürlich sehr, sehr stark kontrolliert. Wir haben aber andere Disziplinen, die ich dann untersucht habe, weil ich so fasziniert war, dachte, na gut, das müsste doch in anderen Disziplinen auch gehen. Und da fängt man dann an in der Psychologie, heißt tatsächlich selbsterfüllende Prophezeiung oder Pygmalion-Effekt. Das heißt, wenn wir denken, etwas ist es, hat es eine größere Wahrscheinlichkeit, tatsächlich einzutreffen. Vera Oder ganz spannend, Birkenbiel, ja, hat viel dazu auch publiziert, ja. richtig, genau. Dann ist es spannend, zum Beispiel, was wir sagen in der Pädagogik, nennt man das den Rosenthal-Effekt. Das heißt, Genau. da hat man Folgendes gesagt, man hat Lehrern gesagt, die Kinder, die sind hochbegabt, die sind vom Entwicklungssprung und sind hochbegabt. Dann hat man nach einem Jahr wieder getestet und die Kinder waren tatsächlich hochbegabt, komplett durchschnittlich ausgewählt. Ja, warum? Der Lehrer hat das gedacht, hat die mehr gefördert, mehr drangenommen, dadurch haben die eine bessere Entwicklung gehabt. So, dann habe ich mir gedacht, warum gibt es das Ganze nicht im Management? Und bin eben hingegangen und habe dann vereinzelte Studien gefunden, wie zum Beispiel im Marketing. Ja, wenn man beispielsweise Videos hat und zeigt gleiche Videos, also das komplett gleiche Video und macht ein Positive Priming oder Negative Priming, also sprich die Einstellungsänderung denen, die das gucken, wird verändert, nämlich indem man einmal sagt, das ist unser Marketingheld, der hat gerade mehrere Millionen Umsatz gemacht, richtig cool, dann wird er sehr, sehr gut bewertet. Wenn man dann sagt, naja, das ist ein bisschen unglücklicher Mensch hier, der versucht sich gerade noch und hat da ein paar Fehler gemacht, dann wird er ganz schlecht bewertet. Das heißt,
wie wir drauf gucken mit Prevention, Promotion, Focus, ist total unterschiedlich. So, und das Gleiche passiert natürlich auch zum Einstellung zum Thema Altern. Ja? Also wenn wir eine positive Einstellung zum Altern haben, dann nehmen wir Dinge positiv wahr. Das heißt, wir sehen Alter zum Beispiel als Herausforderung, als Alter zu lernen. Ja, dass wir sagen, Alter ist nicht nur per se negativ, sondern wir haben halt eben positive Aspekte. Wie schon gesagt, sowas wie Glück, ja, was immer mehr nach oben geht. Aber auch andere Faktoren, wie zum Beispiel emotionale Stabilität. Ja, als Führungskraft habe ich Erfahrung. All das ist natürlich wichtig, wenn man älter wird. Ne? Das ist also das richtig Spannende. Und da kann man halt sagen, dass die Einstellung ja immer einfach prägsam ist im Alter und da wiederum spezifische Experimente zum Alter zu nehmen. Erstmal gehen wir mal in den Fitnessbereich rein. Da gab es eben von Ellen Langer, Kollegin an Harvard University, eine Studie, eine Zimmermädchenstudie, wo man einfach gesagt hat, Zimmermädchen... Ich liebe diese Studie, großartig. Ja, die ist grandios. Die ist grandios. Hammer. Man hat Zimmermädchen gesagt, was ihr macht, ist Sport. Ja, also Betten machen und alles und saugen und so weiter und putzen ist Sport. Dann hat man die beobachtet, die haben sich gleich bewegt. Also die sozusagen gesagt worden ist Sport oder nicht Sport, haben das komplett gleiche gemacht, also in der Ausführung. Aber die haben eine andere innere Einstellung gehabt, gleiche Bewegung. So was passiert ist, man hat danach dann gemessen Parameter. Also erstmal Gewicht. Ja, man hat gemerkt, die Sport haben abgenommen. Die Leistungsparameter, Pulsfrequenz, Herzfrequenz, Stresshormone, all das ist wesentlich besser geworden bei denen, denen man gesagt hat, dass sie Sport machen. Also alleine die Einstellung hat zu verändern. So, das war jetzt eine Bewegungsstudie. Wenn wir dann mal wieder richtig reingehen auf die Altersstudie, dann hat eben Ellen Lange eben eine Studie gemacht zum Thema Altern. Und zwar, was man gemacht hat, die haben ältere Personen genommen und haben die Zeit rückversetzt. Das heißt, die sind einfach hingegangen, haben dann ein extra Haus gebildet und in dem Haus haben die, hier zum Beispiel Posters von damals, Kleidung von damals, Plattenspieler von damals, mit Musik von damals. Ja, genau. Das ist das Kannst du ihn gerne vorlesen? Unglaublich, die Uhr zurückdrehen. Das ist genau diese Studie, das ist so krass. Also das sind die Ellen Lange, einer der beeindruckendsten Forscherinnen überhaupt. Ja? Ja, also wirklich richtig cool. Man dreht sozusagen die Uhr im wahrsten Sinne zurück, also zeitlich. Und die Leute denken wieder, sie sind eigentlich in ihrer Jugend angelangt. So, und jetzt war das Verblüffende, dass die halt angefangen haben und haben dann wirklich, also erstmal die äußeren Faktoren gemessen, wie beispielsweise Haarwachstum, Haargeschwindigkeit, Nägelwachstum, Dehnbarkeit, motorische Fähigkeiten, aber auch dann Blutwerte gemessen, Hormonwerte gemessen. Die haben sich alle signifikant verbessert. Nur alleine, indem wir die Bilder von damals hatten. Und es war so krass, dass die beschrieben haben, wo die reingekommen sind, sind natürlich die Leute mit Rollatoren reingefahren. Ja, die konnten nicht mehr alleine laufen. Und die rausgekommen sind, weil eben einer der Doktoranden die Studie mitgemacht hat, hat er so einen Ball, einen Rugby, glaube ich, in der Hand. Und dann standen alle so rum, da haben sich im Kreis aufgestellt, dann hat er so einmal angefangen, Rugby zuzuwerfen. Die haben gefangen, zum nächsten geworfen. Das heißt, Leute, die anfangs nicht laufen konnten, waren nach einer Woche so, dass sie sich Bälle hin und her geworfen haben. Und wirklich signifikant, objektiv sich verbessert haben. Und das ist natürlich etwas, was die Einstellung zeigt. Und jetzt können wir uns überlegen, also ich selber habe mit einem Doktorand, wir haben eine Studie gemacht, tatsächlich auch mit zur Innovation. Wir haben ein sehr großes Labor an der Jakobs-Universität, das größte sozialwissenschaftliche Labor in Europa. Da haben wir also über 100 Räume und über 70 Versuchsräume. Dann haben wir ältere Menschen eingeladen und die älteren Menschen, immer vier Leute, haben in Gruppen gearbeitet. Und haben eine positiv und eine negativ geprimed. Und dann war es tatsächlich so, wo wir die positiv geprimten, indem wir gesagt haben, naja, also Alter und ist etwas Positives, man wird weiser, man kann vernetzter denken, so ein bisschen die Dumbledore-Hypothese. Dann haben wir die negativ geprimten und über die negativ geprimten haben wir gesagt, naja, du weißt ja, im Alter, da wird man vergesslich, da kann man Sachen nicht mehr so gut merken und so weiter, also die negative Hypothese. Und dann hat man die Leute zusammengebracht, die zwei verschiedenen Gruppen mit jeweils an Arbeiten und zwar innovative Ideen. Stunde gearbeitet. Davor das Positive und Negative Priming war eine halbe Seite Text zu lesen über Negativ und Positiv. Danach eine Stunde arbeiten. Das Ergebnis war absolut krass. Also bei den einen haben sich das etwa verdoppelt, also die Anzahl der Ideen, wie viele Ideen die in diese eine Stunde gebracht haben. Und bei dem anderen hat sich die Anzahl der Ideen halbiert. Das heißt, wir sprechen hier um das Vierfache an Leistungsunterschied von 3 Minuten Einfluss auf 1 Stunde Arbeit. Und dann kommt noch dazu die Qualität genauso, bei den positiv geprimten Qualität nach oben, bei den negativen Qualität nach unten. Ja,
Ja, das heißt, dann sind wir schon wahrscheinlich bei 1000% Leistungsunterschied. Jetzt kann man sich ja vorstellen, wenn man in der Früh aufwacht und sagt, so ein scheiß Tag heute, oder wenn man sagt, das wird der grandioseste Tag meines Lebens. Ja? So, und dann hat man das natürlich so, dass man die Reziprozität, das heißt, wie ich selber rangehe, bei meiner Familie, bei meinen Freunden, bei meinen Arbeitskollegen, bei allen, den ich treffe im Supermarkt, irgendwo im Alltag, man kennt es ja, man ist im Urlaub und sagt, die Leute sind doch alle total freundlich hier. Ja, warum? Weil man selber halt lacht. Ja, und wenn man selber lacht, steckt es an. Und das sind genau diese sozialen Interaktionen, die so extrem wichtig sind, dass man über die tatsächlich sozialen Interaktionen eben auch die Einstellung ändert und halt wirklich richtig jung bleibt. Also all das ist ja so eine Zusammenfassung des Thema Einstellung, wo es eben in dem Buch geht und wo es unheimlich spannend ist. Und die ist verknüpft wirklich mit allen anderen Themen. Und was ich noch sagen will, ein Aspekt, der ist ja extrem wichtig. Warum? Was passiert bei der Einstellung? Da sind wir hier beim psychologischen Konstrukt, das nennt sich Self-Efficacy, Selbstwirksamkeit. Selbstwirksamkeit heißt in der Psychologie, dass ich erwarten kann, dass ich die Leistungsparameter abrufen kann, um im Zustand oder wenn ich das brauche, die Sachen wirklich abrufen zu können. Beispiel, wenn ich jetzt überlege, okay, ich habe jetzt einen Boxkampf und im Boxkampf werde ich gewinnen. Also ich stelle mir das immer wieder vor und das machen natürlich, in allen Sport gibt es Mentaltraining, die Siege, ja, und das kennt man von alten Karate-Meistern, die Siege zeichnen sich tatsächlich nicht nur ab, irgendwie wer physisch stärker ist, sondern wer mental stärker ist. Und das sieht man, ein Boxkampf ist keine physische Stärke, Boxkampf ist eine mentale Stärke. Und wenn man das wieder auf den Fußball überträgt, ja, da kann man beispielsweise sehen, wie irgendwie FC Bayern, deutsche Nationalmannschaft, kommen immer sehr, sehr weit, sind weit gekommen und irgendwie immer im Viertelfinale, im Finale, immer irgendwie gescheitert. Und irgendwas ist der Knoten geplatzt, da sind plötzlich FC Bayern, Champions League und Triple und alles Mögliche und genauso eben Fußball. Ja, das einfach zu schaffen. Und das ist der Unterschied, wenn ich mir vorher reingehe und ich gucke immer Spieler an. Ja, dann sehe ich in der Körperhaltung, wenn jetzt jemand irgendwie so reingeht oder die stehen halt schon so da, hat das natürlich Auswirkungen. Das heißt, ich kann eigentlich vorher schon sehen, vielleicht 70-30%, und ich mache mir da selber so ein Ding draus, ich gucke dann irgendwie, keine Ahnung, im Wettkampf, was auch immer an, die Leute, was sie für eine Haltung haben, ja, das zeigt wirklich, wie die das rangehen. Und das zeigt sich ja die typischen Sprichwörter, die man kennt, ja, der Sieger zeigt sich im Start, der Verlierer auch. Also wie man wirklich hingeht, was von der Einstellung hat, funktioniert. Selber beispielsweise, um noch ein Beispiel zu geben, wenn ich meine Studenten, ja, ich lehre ja Unternehmertum und Innovation, wenn die pitchen, dann sage ich denen, ersten Sekunden sind entscheidend. Also wenn ich beispielsweise eine Lehrevolution habe, dann habe ich, wenn ich die ersten paar Minuten Studenten evaluieren lasse, wie gut der Dozent ist, und ich mache das nach einem Kurs von 14 Wochen, dann habe ich eine riesige Korrelation vielleicht von 80% von den ersten Minuten. Warum? Ja, so wie ich auftrete, so wie ich rede, so zieht sich das mit hoher Wahrscheinlichkeit durch den ganzen Kurs durch. Und genauso ist es so, wenn ich pitche, irgendeine Idee pitche zum Unternehmer, zum Investment, zum Beispiel Committee, dann ist doch die Art, wie ich schon reingehe, ja, welche Einstellung ich habe, da sehe ich sofort, wow, haben die Energie, haben die Drive, sind die überzeugt von sich, haben die eine Spirit, haben die eben diese Selbstwirksamkeit. Ja? Und die Selbstwirksamkeit ist wie ein Muskel, den kann ich trainieren. Das heißt, in all den Dimensionen habe ich diese Selbstwirksamkeit, die ich trainiere, eben zu den verschiedenen Bereichen. Also eben dann beispielsweise Ernährung, Bewegung und so weiter. Ja, also unheimlich spannend. Unheimlich spannend, ja. Und wenn Sie daheim jetzt auch gerne wissen wollen, erstens, wie das funktioniert und zweitens, wie alt Sie denn eigentlich selber sind. Sie müssen ja, bevor Sie loslegen, auch wissen, wie alt Sie sind. Dann laden Sie sich einfach den Test runter. Den gibt es im Link oben oder unten einfach abzuholen vom Sven. Den Test, wie alt Sie denn sind, Ihr biologisches Alter, die verschiedenen Altersformen. Und natürlich, wenn Sie mehr zu diesem Faktor des Mindset wissen wollen, dann zeigen noch einmal das neue Buch. Ich habe es ja noch nicht, das ist so neu. Die Jungbrunnenformel, genau. Und im nächsten Part geht es dann weiter. In diesem Sinne, alles Liebe dir, alles Liebe Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.